Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute endlich ja, der letzte Teil oder das letzte Puzzleteil der Rocky Creed-Reihe hier im Review auf meinem Kanal, nämlich der erste Creed, wie er bei uns heißt, Rocky's Legacy. Ja, darum ein Abschluss, weil ich habe ja in den letzten Tagen oder naja, schon in den letzten Wochen alle Rocky-Filme nochmal einen Rewatch gemacht, genauso wie die Creed-Filme. Da hatte ich ja auch Reviews zu gemacht. Ich verlinke euch hier unten in der Videobeschreibung nochmal eine Playlist, wo alles, was ich zu Rocky, Creed und so weiter gemacht habe, finden werdet. Auch unten in den Kommentaren werde ich die Playlist oben anpinnen. Da könnt ihr euch dann nochmal alles genau anhören, wie ich welche Filme so fand. Ja, wie gesagt, der Creed, der erste Teil hatte da noch gefehlt. Ich gehe auch nochmal allgemein auf die Creed-Reihe allgemein ein. Rocky muss ich nicht mehr viel groß sagen, ist eine super Reihe. Hat natürlich ihre Höhen und Tiefen. Ja, aber ich finde mit Rocky Balboa einen sehr, sehr guten Abschluss gehabt. Jetzt kam hier ganze 9 Jahre später Creed, sozusagen ein Ableger der ganzen Reihe, wo man sich halt ja einfallen lassen hat, Mensch, Apollo Creed, ihr wisst es aus den Rocky-Filmen, sein ja Mentor im ersten oder was heißt Mentor, späterer Mentor, vielleicht Antreiber, der halt gestorben ist. Kleiner Spoiler, aber ich denke mal, da muss ich jetzt nicht gerade spoilern, ja, der durch Ivan Drago im Ring gestorben ist. Und jetzt halt hier so einfach, wenn wir schon mal auf die Story so ein bisschen eingehen, hat er einen, ja, wie sagt man, unehelichen Sohn gezeugt, kurz vor seiner Geburt, und zwar Adonis Creed. Ja, die Mutter ist auch verstorben, er ist ein Waise, ist ein Krimineller, der sich immer rumboxt und so. Er weiß selber nicht, dass Apollo Creed sein Vater war. Ja, und die Witwe sozusagen von Apollo Creed, ja, sucht ihn auf, sagt ihm halt, wer sein Vater ist, und hopp, sie würde ihn gern nehmen und aufziehen und macht das dann halt auch, ja. Dann sehen wir einen Zeitsprung, ein paar Jahre später. Adonis Creed, oder er nennt sich gar nicht Creed, sondern Adonis Johnson. Er möchte nicht mit seinem Vater in Verbindung gebracht werden, will selbst Boxer werden, will aber sich einen eigenen Namen machen. Darum nennt er sich immer nach dem Namen seiner Mutter. Johnson sucht halt Rocky auf und fragt ihn, Mensch, willst du mich nicht trainieren? Sagt ihn aber, dass er der Sohn von Apollo ist. Und Rocky fängt an, ihn zu trainieren. Mehr will ich auch gar nicht sagen zu dieser Geschichte. Film ist produziert, oder bisher ist Regie und Drehbuch ist, glaube ich, von, und ich ist von Ryan Coogler, der das hier wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ich finde, der hat hier wirklich diesen Stil von diesen Rocky-Filmen wirklich sehr gut eingefangen. Auch Sylvester Stallone hier so als diesen, ja, jetzt alten Mentor, alten Trainer. Es hat ja, das passt ja einfach so perfekt, dass er nicht selber mehr kämpfen muss. Er ist einfach auch viel zu alt dafür. Und dann, dass man ihn so in diese Rolle genommen hat, und dass wir wirklich sehr viele Anspielungen, Andeutungen und so. Man kriegt so das Gefühl, man sieht wieder einen Rocky-Film so ein bisschen. Also das war so, ja, er ist sehr gut gedreht, filmisch, auch die Boxkämpfe sind sehr gut inszeniert einfach. Wie gesagt, Adonis Creed von Michael B. Jordan gespielt, der wirklich eine Physis mitbringt, das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Tessa Thompson dann, diese Liebesgeschichte, die sich da so anbahnt. Es sind so mehrere, so ein paar Parallelen zu Rocky halt zu erkennen, aber halt so mit einem eigenen Stil, weil man merkt hier, Michael B. Jordan oder Adonis Creed ist halt einfach ein anderer Charakter, anderer Typ. Finde ich auch gut, dass man das hier nicht so, dass man hier einfach nicht Sylvester Stallone oder Rocky diese Figur kopiert hat, sondern hier auch gleich versucht hat, einen anderen Stil, so ein bisschen mehr draufgängerisch, ja, so ein bisschen, ja, das so auch verletzlich war Sylvester Stallone, aber so ein bisschen draufdringen, ja, so ein bisschen anders ihn zu inszenieren, keine Kopie von halt der Figur Rocky zu machen. Das fand ich sehr gut. Diese, wie gesagt, diese ganzen Anspielungen, und es war, man, es kam, ich muss ganz ehrlich sagen, wieder dieses alte Rocky-Gefühl oft hoch in diesen Film, und deswegen fand ich den so wunderschön. Also ich war ab damals, glaube ich, sogar beim ersten Mal hatte ich so ein paar Szenen, wo ich so ein paar Tränen in den Augen hatte. Der Film ist ja von 2015, und es war einfach wunderschön, dieser Film. Und ich habe ihn ja, wie gesagt, jetzt nochmal geschaut. Oder zwischenzeitlich hatte ich ihn auch schon mal öfters nochmal wieder geschaut, seit 2015. Und ich finde einfach, es ist ein rundum sehr, sehr guter Rocky Creed-Film, der sehr, sehr gut war, ist. Und ich ihn hier auch einfach wirklich eine 5 von 5 gebe, weil er wirklich, ja, auch jetzt nach der dritten oder vierten Sichtung jetzt in der, ist er wirklich einfach noch ein sehr, sehr guter Film. Ja, ich mag ihn einfach, und ich finde es schade und traurig. Kommen wir jetzt gleich mal zu Creed 2 und 3, was denn aus dieser Creed-Reihe so geworden ist.
oder wie sich Michael B. Jordan oder die Figur Adonis Creed entwickelt oder weiterentwickelt hat, ist dann halt leider sehr, sehr traurig. Ja, Creed 2 hat einen coolen Dings, aber auch Sylvester Stallone wieder am Drehbuch mit beteiligt, aber der hatte schon seine Schwierigkeiten, weil einfach Michael B. Jordan, ja, oder die Figur Adonis Creed halt einfach zu, naja, er hatte nicht dieses, was Rocky hat, dieses Fallen und Aufstehen wieder, sondern er war immer gleich sehr schnell oben, hatte nicht so diese Probleme und er entwickelt sich halt auch zu so einem Arschloch irgendwie, dass man keine, ja, Mitgefühl, keine Empathie für ihn irgendwie so wirklich mehr hat, ja. Das hat man vielleicht bei Creed 3 mal so versucht, wieder ein bisschen rauszukriegen, aber wie gesagt, schaut euch da die Reviews an, die sind leider, man sollte einfach ein Ende setzen. Man hätte einfach nur diesen einen Creed vielleicht machen sollen, den ersten, weil der war wirklich gut. Und naja, das ist meine Meinung, aber das sage ich euch in den anderen Reviews. Teil 3 vor allen Dingen erwähne ich das nochmal oder erzähle da nochmal ein bisschen zu. Da an dieser Stelle soll es jetzt hier nicht gehen. Wie gesagt, Creed 1 finde ich ein sehr, sehr guter Film. 5 von 5. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht. Seid ihr derselben Meinung? Wie gesagt, ich fand ihn wirklich, wie gesagt, auch jetzt nochmal. Ich habe ihn gestern erst gesehen, darum bin ich dann auch wirklich einfach ein wunderschöner Film. Kann ich nicht anders sagen. In diesem Sinne, ja, Rewatch-Reihe hier abgeschlossen. Creed, ich hatte ja zwischenzeitlich gesagt, die nächste Rewatch-Reihe ist eigentlich Dirty Harry. Die verschiebe ich aber noch ein bisschen, habe da schon angefangen, die Videos zu drehen. Die kommt aber noch, setze ich noch mal ein bisschen hinten an. Es wird noch eine Weile dauern, weil jetzt Expendables ich angefangen habe. Ich möchte, weil ja am 21. September der neue Film kommt, will ich vorher nochmal die alten schauen und mache dazu rechtzeitig nochmal Reviews, dass man dann, wenn der neue kommt, dann das aktuell sieht. Das ist jetzt sozusagen, also Expendables, die 3 Filme oder 4 dann natürlich mit dem neuen, wird dann jetzt die neue oder die nächste Rewatch-Reihe werden. So viel erstmal dazu. In diesem Sinne soll es auch an dieser Stelle erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.